Hi Eltern, ich bin Jörg Adami, Co-Founder der eSports Player Foundation. Unser Ziel ist es, junge E-Sportler zu fördern und ihnen den Traum zu ermöglichen, die Beste der Welt zu werden. Heute spreche ich allerdings zu euch als Eltern mit einem Thema, das wir vielleicht alle kennen. Ihr habt Kinder, die anscheinend eine Fremdsprache sprechen. Ich versuche euch jetzt hier mal mit den notwendigsten Grundwissen über Games zu versorgen. Wenn wir über Games sprechen, dann sprechen wir über sogenannte Spielgenres. Ganz klassischerweise gibt es im ersten Schritt sogenannte Adventure-Spiele. Wenn man mit Gaming anfangen möchte, in der Regel ein wirklich toller und schöner Einstieg. Was ihr vielleicht noch kennt, und hinter uns stehen auch so ein paar, sind so die typischen Arcade-Spiele. Das prominenteste Beispiel da Pac-Man. Neben der Pac-Man-Maschine stand früher der Super Mario, also ein klassisches Jump-and-Run-Spiel. Etwas anders sieht es aus bei den Rollenspielen. Man muss Aufgaben lösen, Level erfüllen, um dann eine ganze Geschichte durchzuspielen. Ein bisschen technischer, und dann fängt es dann an mit der Fremdsprache, sind MMOs, Massive Multiplayer Online-Spiele. Das sind auch Rollenspiele, allerdings als Multiplayer-Spiel angelegt. Da geht es nicht mehr darum, nur noch alleine die Geschichte zu bewältigen, zu erleben, sondern mit anderen in einem Team. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich World of Warcraft. Dann haben wir einen ganz, ganz beliebten Bereich, sogenannte Simulationsspiele, zu simulieren, wie ein Wirtschaftsraum, ein Flughafen, eine Stadt funktioniert. Ein viel diskutiertes Thema sind die sogenannten Shooter. Da geht es darum, mit Waffen Gegner auszuschalten. Da sind die bekanntesten Vertreter Call of Duty, Battlefield, Counter-Strike. Ein ganz großer Bereich sind auch sogenannte Sportsimulationsspiele. Da der bekannteste Vertreter wahrscheinlich FIFA. Hier wird ein echter Sport digital simuliert. Dann haben wir einen ganz großen Bereich der sogenannten Strategiespiele. Das kann auf einem virtuellen Schlachtfeld sein, das kann aber auch bei einem Kartenspiel sein, also bis hin zu Pokémon. Ich muss vorher überlegen, wann ich meine Trümpfe in welcher Art und Weise ausspiele. Ein zurzeit ganz, ganz berühmtes Genre, Battle Royale-Spiele, wie zum Beispiel Fortnite. Also eine bestimmte Zahl von Spielern werden auf einem begrenzten Raum, sei es eine Insel, ausgesetzt und versuchen, derjenige zu sein, der als Letzter in diesem Umfeld überlebt. Das hat auf der einen Seite was damit zu tun, dass ich Gegner ausschalten muss, auf der anderen Seite aber auch mir Strategien überlegen muss, wie ich an Lebensmittel, Waffen, Zeltsituationen komme. Das beliebteste und größte Computerspiel der Welt zurzeit, ein Multi-Online-Battle-Arena-Spiel, League of Legends. Bei League of Legends spielen 5 Spieler gegen 5 Spielern. Jeder dieser Spieler wählt einen individuellen Charakter aus, mit denen sie dann gegeneinander versuchen, einen Turm des Gegners zu zerstören, zu erobern, einzunehmen. Wichtig hierbei ist, dass es weniger auf das Skill und das Vermögen des Einzelnen als auf die Teamleistungsfähigkeit ankommt. Ein sehr beliebtes Spiel, auch Rocket League, eine Mischung aus einem Rennspiel und einem Online-Battle-Arena. In Rocket League beispielsweise geht es darum, einen Ball in ein gegnerisches Tor zu schießen. Dazu haben die Spieler wieder die Möglichkeit, ihre Autos mit den unterschiedlichsten Dingen auszurüsten. Auch dieses Spiel wird im Team gespielt. Die spannende Frage für euch ist aber natürlich, welches Spiel für welches Alter wirklich geeignet ist. Was mögt ihr vielleicht auch selber? Wo sagt ihr hin, das ist was für mein Kinderzimmer? Schaut auf der einen Seite auf der Website der USK nach. Schaut euch das Spiel selber an, spielt es vielleicht mal. Und am Ende des Tages ist das einzig Entscheidende, macht es Spaß, dann ist es das richtige Spiel für euch.